In den Untiefen des Mobilfunkbereichs findet sich dieses eine Wort, Datenautomatik. Was das ist und wie ihr es deaktivieren könnt, das zeige ich euch jetzt. Was ist also eine Datenautomatik? Nun, ihr kennt das sicherlich. Euer Datenvolumen ist aufgebraucht und die Internetgeschwindigkeit wird gedrosselt. Wenn ihr einen Tarif allerdings mit Datenautomatik habt, wird automatisch bei Verbrauch eures Inklusivvolumens Pakete dazu gebucht. Ich erkläre es euch mal hier an diesem Beispiel von Winsim. Ist euer Inklusivvolumen aufgebraucht, wird als erstes ein Datenpaket von 100 MB dazu gebucht. Dieses Datenpaket kostet euch 2 Euro. Diesen Schritt kann Winsim insgesamt 3-mal im Monat für euch vollziehen. Bedeutet, ihr hättet Kosten von insgesamt 6 Euro zusätzlich für den Monat. Sind diese insgesamten 300 MB aufgebraucht, wird die Geschwindigkeit gedrosselt. Das heißt, ein weiteres Paket wird nicht mehr dazu gebucht. Nun, wer nutzt also diese Datenautomatik? Wir hatten gerade das Beispiel mit Winsim. Winsim gehört zu der Drillisch-Gruppe. Die Drillisch-Gruppe hat nicht nur Winsim im Portfolio, sondern weitere Anbieter. Dazu zählen beispielsweise Simply oder PremiumSim. Diese Tarife kommen von vornherein mit einer Datenautomatik daher. Allerdings habt ihr das nicht nur bei diesen günstigen Anbietern, sondern auch bei den Premium-Anbietern. In dem Falle nutzt sogar Vodafone eine Datenautomatik, verpackt das allerdings ein bisschen anders, nämlich unter dem Namen SpeedGo. Wenn ihr diese Mehrkosten verändern wollt, dann könnt ihr selbstverständlich diese Datenautomatik deaktivieren. Ich zeige euch das mal hier am Beispiel von Winsim. Dort müsst ihr euch einfach in die Servicewelt einloggen und könnt unter Tarifoptionen die Datenautomatik deaktivieren. Kommt euer Vodafone-Vertrag mit einer Datenautomatik daher, beziehungsweise mit SpeedGo, könnt ihr diese natürlich auch deaktivieren. Hierzu könnt ihr die Mein Vodafone-App benutzen und die SpeedGo-Option deaktivieren. Alternativ könnt ihr auch eine SMS an Vodafone senden. Noch ein kleiner Tipp von mir bezüglich der SpeedGo-Option bei Vodafone. Diese Option wird, wenn ihr sie deaktiviert, nur für den nächsten Rechnungszeitraum deaktiviert. Bedeutet, im darauffolgenden Monat wäre die SpeedGo-Option wieder aktiv. Um diese SpeedGo-Option dauerhaft zu deaktivieren, könnt ihr euch oder beziehungsweise müsst ihr euch sogar an den Support von Vodafone wenden und diese dann dauerhaft abstellen lassen. Ich hoffe, dieses Video hat euch gefallen. Wenn ja, liked uns, abonniert unseren Kanal. Und falls ihr weitere Fragen habt aus dem Bereich Mobilfunk und Handytarif, lasst uns einfach Kommentare unten und wir betten das in unseren nächsten Videos mit ein. Macht es gut, Leute. Bis zum nächsten Mal, euer Marcel.